Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trumsim. Heute wieder mit uns beiden, mit mir und dem Maximilian. Tag. Ja, hallo. Ja, und ich dachte, wir dachten uns, wir fahren heute einfach mal mit dem Bus durch die Landschaft. Ja, genau. Gibt es mittlerweile auch einige verschiedene zur Auswahl. Fünf an der Zahl. Ja. Dann wollen wir schauen. Moment, Anrufbeenden, Schalter Anrufbeenden, Zeit. Nein, Desktop-Liste, das haben zentrale wir Rekorde 16 nicht. von 22. Total Tramsimat von 22. Transim fahre deine Straßenbahn. Mit einer der beiden Steuerungstasten kannst du Sounds und Sprachmeldungen überspringen. Bitte wähle einen Menüeintrag mit den Pfeiltasten, dann drücke Enter, um ihn zu aktivieren. Also Solche ich höre Musik es noch ein gut. bisschen lauter gedreht. Was hattest du? Ich höre es jetzt gut. Gut, na, wollen wir mal. Straßenbahnen, Busse. Brücke 1 für den Citaro von Gschwindtl, 2 für den Citaro der Wiener Linien, 3 für den Elektrobus aus Wien, 4 für den Citaro G und 5 für den DFL Enviro 400H. Jetzt mal die Frage: Was ist von den Citaro-Bussen eigentlich der Unterschied? Also, der auf der 1 liegt, der von Gschwindtl, und der auf der 2 liegt, von den Wiener Linien, sind eigentlich fast der gleiche Bus. Sie klingen nur ein bisschen unterschiedlich und der eine hat, also sie haben unterschiedliche Türen und sind von unterschiedlichen Unternehmen. Und der auf der 4 liegt, der Citaro G, ist die Gelenkbus-Variante. Der ist also länger. Okay. Na dann. Du bist in der Simulation eines Mercedes Citaro. Solltest du diesen Menüpunkt das erste Mal gewählt haben, lies bitte die Hilfe im Spielordner aufmerksam durch. Jo. Gut. Batterie. Vor. Türen geöffnet. Ja, der von Gschwindtl ist es. Du kannst übrigens mal K drücken, dann senkst du den Bus nach unten. Dann geht's besser zum Einsteigen. Muss nur dran denken, dass du ihn wieder heben musst, bevor du wegfahren kannst. Jetzt ist er unten. Nett. Das funktioniert auch. Das auch. Fernlichter aktiviert. Lichter. Klimaanlage aktiviert. Klimaanlage deaktiviert. Was macht eigentlich X? X ist die Zielanzeige beim Bus. Schlachthausgasse 80a. Karlsplatz 4a. Karlsplatz 2a. Sankt Marx-Leberstraße 74a. Schlachthausgasse 80a. Der hat sogar Originalansagen. Na dann. Türen geschlossen. Motor aktiviert. Ja, das klingt ein bisschen seltsam, weil der Motor müsste dann erst einmal stoppen. Und dann, ja, naja. Ja, muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, ich weiß. Federspeicher gelöst. Beim Bus Bremse in gelöst. London, den man fährt, da lösen sich und stellen sich die Bremsen von alleine fest. Wenn man anhält, ziehen sie sich an und wenn man abfährt, lösen sie sich, genau. Aber nur wenn du mit den Pfeiltasten fährst, sonst nicht. Macht das hier auch? Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 20 km Ja, pro Stunde. du kannst ja mal anhalten mit der Pfeiltaste runter. Und dann einfach mal Gas geben. Genau, wenn die Türen zu sind, dann macht das nicht. Wenn die Türen offen sind, also wenn die Türen offen waren, Ich probiere das mal dann löst aus. es sich selbst. 7 km. 0 km pro Stunde. Türen geöffnet. Tageskarte. Ups! Jetzt musst du P drücken. Geil! Wir stehen nicht mal mehr an Haltestelle und der will ein Ticket haben. Ja, trotzdem. Drück mal P. Wähle nun die Fahrkarte mit der Taste F aus, drücke sie mit der Taste P und breche den Vorgang mit der Taste B ab. Doppelfahrt. Der Preis für dieses Die Ticket. Tageskarte Kinderkarte. musst Der du Preis für. auswählen. Schüler. Der. Tageskarte. Der Preis für dieses Ticket ist 3,7 Euro. Drucken. Es wurden dir 5 Euro für die Fahrkarte gegeben. Du musst nun das Restgeld auswählen. 30. 50 Euro Cent. 1 Euro. 1,5 Euro. 1,4 Euro. 1,3 Euro. Du hast den richtigen Betrag ausgewählt. Richtige Fahrkarte gedruckt. Genau, und jetzt kannst du die Tür schließen und dann wegfahren und dann Türen wieder die geschlossen. Bremsen lösen. Einundzwanzig Kilo. Oh.
Das ist egal. Du bist schon 72, 517. Links. Weißt du, du musst eigentlich auch blinken, wenn du abbiegst. Ja, ja. Na, ich drücke mal schnell auf die Pfeiltaste, weil meine Finger da drauf liegen. Links. Genau. Sonst verlierst du nämlich ziemlich viele Scorepunkte. Obwohl du den ja eh rausnehmen wolltest. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 30 km pro Stunde. 31 365. Ich meine mal ehrlich, der Score ist eigentlich relativ. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 50 km pro Stunde. Ich würde nicht so viel Gas geben, das kommt vielleicht in eine Einschränkung. Fenster geöffnet. Fenster geschlossen. Das Fenster ist geil. Das ist schön. 232. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 10 km pro Stunde. Links. Rechts. Kreisverkehr. Nö, eine Unterführung unter der S-Bahn durch. Wie sieht's eigentlich mit den Frankfurter S-Bahn oder Straßenbahn aus? Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 30 km pro Stunde. Für Frankfurt? Weil du auch teilweise bei dem Dings ja Umsteigemöglichkeiten zu. Ja, die sind aber standardmäßig drin in den Ansagen. Also ich werde nicht das ganze Straßenbahnnetz nachbauen. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 20 km pro Stunde. 21. 68. Links. Vivariumstraße. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 30 km pro Stunde. Dieses Ding-Ding-Dong, das kennt man. 41. Ja. Ich weiß aber gar nicht, woher ich das kenne. Gibt's auch bei ein paar deutschen Busunternehmen. 13 km pro Stunde. Stimmt, so 16. Macht's auch. 12. 5. 2. 2. Station. Hier macht's gar kein Ding-Dong. Nee, macht's nicht. Hat das einen Grund? Türen geöffnet, ja, Streifenkarte. Ja, kann man auch außerhalb von den Stationen stehen bleiben. Die Fahrer dürfen es zwar nicht, aber sie können. Wählen die Fahrkarte mit der Taste F aus, drücke sie mit der Taste P und breche den vor. Streifenkarte. Der Preis für dieses Ticket ist 8,7 Euro. Drucken. Jo, richtig cool hier. Es wurden dir 11 Euro für die Fahrkarte gegeben. Wie viel? Du musst nun das Restgeld auswählen. 11 Euro und 8,70 Euro kostet's. 1,8 Euro, 2,3 Euro, 2,8 Euro. 2,30 Euro. 2,3 Euro. Du hast den richtigen Betrag ausgewählt. Ja, genau. Mit der Kohle. Richtige Fahrkarte gedruckt. Weißt du, in Wien ist Türen geschlossen. Du darfst eigentlich nicht hupen, außer es ist irgendwas passiert. Du bist schon 36. 18 Kilo. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 20 Kilometer pro Stunde. Rechts. Karlsplatz 4a. Rote Ampel voraus. Die Ampel ist nun grün rechts. Ah, du hast gerade die Route geändert. Wie? Du bist mit etwas kollidiert. Nein, du hast X gedrückt, deswegen hast du gerade die Route geändert. Und ich bin homogen gefahren. Ja. Der 4A startet in eine andere Richtung als der 80A. Aber es ist egal. Wähl einfach 520. Mal eine Route aus und Karlsplatz 2A. 575. St. Marz-Weber-Straße 74A. Schlachthausgasse 80A. 575. Bremse gelöst. Du bist schon 100 Meter gefahren. 30. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 20 km pro Stunde. Jetzt fahren wir das gleiche nochmal. 28. 20. Ja, der Bus, der ist noch ein bisschen schwer zu handeln, finde ich.
Du bist mit etwas kollidiert. Er ist etwas komplizierter, ja. Ja, ich habe versucht, das realistisch zu machen. Ich bin früher ganz oft mit dem Bus gefahren, der ist nämlich bei mir vor der Haustür im Prinzip unterwegs gewesen. Deswegen. Bremse gelöst. Er war das erste Fahrzeug nach den ersten zwei Straßenbahnen, die ich gebaut habe. Ich weiß, ich habe es gesehen. Mhm. Ja, der erste Variante hatte ich ja noch. Du bist schon 135, 600. Ja, links. Aber die ersten 13 Kilometer. Noch nicht so viel. Die waren noch ziemlich uncool irgendwie im Vergleich zu dem jetzt. Ja, definitiv. Du bist schon 21. 13 Kilometer. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 30 Kilometer pro Stunde. Rote Ampel voraus. Die Ampel ist nun grün. Mir ist aufgefallen, bei den beiden österreichischen Straßenbahnen gibt es keine AFB. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 21. Wieso die Straßenbahnen keine AFB haben? 31. Mir ist es aber aufgefallen. Damals war ich noch zu unfähig, eine AFB zu bauen. Kommen die noch rein, oder? Muss ich schauen. Ich weiß nicht genau, ob die Wiener Straßenbahnen eine AFB haben. Wenn ich das sicher herausfinden kann, dann kommt sie noch rein, ja? 27 Kilometer pro Stunde. Aber gut, eine Automatik haben sie auch nicht hinterher. 31. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 10 km. 304. Das ist ja in Berlin mit der Automatik. Ja, genau. Vielleicht nehme ich die Automatik raus und mache eine AFB draus. 11 Kilometer. 12 Kilometer links. Rechts. Genau, das war wieder die Unterführung. Der Blinker ist gut gemacht. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 30 Kilometer pro Stunde. Übrigens, was hast du denn merken kannst beim Bus? Immer wenn so eine Einschränkung von 20 km/h oder 25 km/h kommt, die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 20 Kilometer pro Stunde. 26. Links. Shit. Vivariumstraße. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 30 Kilometer pro Stunde. 222. 219. Hä? 20 Kilometer. Ja, das ist schon irgendwas nicht gut. 30. Kann, ja. Naja, fahr einfach mal weiter zur nächsten Station. 191. Egal. Du bist schon 30. 20 Kilometer pro Stunde. Station. Da ist sie doch. Die Ansage ist ein Fehler. 170. Ja, der hat schon auf die nächste Station weitergeschaltet, wahrscheinlich wegen Vorhof. Türen geöffnet. Türen geschlossen. Klimaanlage aktiviert. Klimaanlage deaktiviert. Fernlichter deaktiviert. Fahrerlüftung aktiviert. Was? Fahrerlüftung deaktiviert. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 20 km pro Stunde. Die Lüftung für den Fahrer. Der hat eine eigene Lüftung in dem Bus. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 30 km pro Stunde. Fernlichter aktiviert. Klimaanlage aktiviert. Fahrerlüftung aktiviert. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 25. Fahrerlüftung deaktiviert. Klimaanlage deaktiviert. Die Bremse 24. 25. 25. Links 70. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 30 km pro Stunde. Kurzbauergasse. 19 Kilometer. Dann richtig, dass der Österreicher ist. 36. Dies hört man. 27. Stimmt wohl, ja. Wie lange fahren wir noch? Ach, die Route ist relativ lang. Aber wir können von mir noch an der Station aufhören. Passt auch. Man muss dann nicht immer eine ganze Route fahren. Türen geöffnet. Streifenkarte. Wie
kann ich abbrechen? Achso, wähle. Na, einfach. Kannst doch einfach runterfahren. Abbrechen. Richtige Fahrkarte gedruckt. Naja, das finde ich ja geil, wenn du abbrichst, richtige Fahrkarte gedruckt. Das war Zufall. Aber du kannst jetzt, also wir können jetzt die Fahrt beenden, wenn du möchtest. Dann kannst du den Motor Bus einfach abbrechen. Genau. Batterie deaktiviert. Türen geschlossen. Zurück. Hinten. Batterie deaktiviert. Dann erreicht das Kost. 112. Logdatei wurde erfolgreich erstellt. Bitte wähle einen Min-Eintrag mit den Pfeiltasten, dann drücke Enter, um ihn zu aktivieren. Nicht mal Minus. Ja, das viele Blinken bringt halt auch viele Punkte. Spiel beenden. Stimmeneinstellungen. Schiffe. Mit dem Schiff, da habe ich immer noch so meine Probleme mit. Bist du mit dem schon mal gefahren? Ja. Und wie ging's dir? Spiel beenden. Danke für das Spielen. Der Einschaltsound, da hast du ja eine Start.ogg im Ordner. Wie bitte? Sag ich dir gleich, wenn wir die Aufnahme werden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Hören uns demnächst wieder. Und tschüss zusammen.